Hier seht ihr einen meiner Mephitic Blighthauler und ihr seht, die sehen ganz anders aus wie die normalen, weil ich da auch ziemlich viel selbst gebaut habe. Zwar ist es so, ich hatte mir da mal den Feute Bloodrun Bausatz gekauft und habe mir gedacht, da sind verschiedene Gesichtsplatten dabei, die will ich verbauen. Dann habe ich mir quasi von der Feute Bloodrun hinten den Körper, also den Hinterteil, komplett selbst abgeformt. Nicht mit Greenstuff, sondern dieses Mal mit Milliput, mit dem schwarzen Milliput habe ich das abgeformt. Deswegen haben meine Mephitic Blighthauler auch keine Dreifachketten, weil ich die Bits nicht hatte, sondern ich habe den einfach so Tentakeln gemacht, was mir sehr gut gefällt. Dann sieht man hier hinten am Kopf, habe ich von der Drohne, die, was normalerweise die Schnauze, die Kabel sind, habe ich dem hinten hingemacht. Ich finde, das sieht so ein bisschen Predator-mäßig aus. Den Raketenwerfer habe ich selbst auch gebaut und mit Greenstuff abgeformt. Und genauso wie die andere Waffe, jetzt weiß ich nicht, was das ist, ein Seuchenspucker oder was, nein, ich glaube der Melter, die hat so einen Melter, genau. Also dieser Raketenwerfer, den man jetzt sieht, den habe ich komplett selbst gebaut und mit Greenstuff auch abgeformt, wie die Tentakel. Und jetzt, was ins Bild kommt, der Melter ist es, glaube ich, den habe ich auch selbst aus Bits gebaut und für die anderen abgeformt mit Greenstuff. Ja, die sind auch wieder vom Farbschema her das neue Schema, sage ich mal, sehr knallig. Habe da auch wieder mit der Rost, mit der Salztechnik gearbeitet, das heißt komplett braun besprüht, dann Salz drauf und mit Bone White drüber gesprüht. Die Base ist auch wieder mit Resin Water von AK Interactive bemalt. Die Rauchschwaden oben, die grünen, die sind mit anhand von, wie heißt es, Wet and Wet Layering gemacht. Genau. Ich nehme jetzt mal einfach die nächsten dazu. Jetzt setzen wir die mal auseinander, weil ich habe ja da drei davon gebaut natürlich, weil man ja mehr oder weniger drei spielen muss oder kann, dass sie sinnvoll sind. So, jetzt zoomen wir hier nochmal ein bisschen raus, stellen die Kamera nochmal ein bisschen ein. Kamera ist eingestellt, dann fahren wir mal weiter. Jetzt sieht man mal alle drei. Jetzt sieht man, die haben alle den an der linken Seite die gleiche Waffe, also diese Melterwaffe. Der hier hat zum Beispiel einen Originalraketenwerfer, ich glaube von dem Rhino oder so habe ich den genommen. Hier sieht man wieder diese Melterwaffe, der selbstgebaute Raketenwerfer. Alle haben Tentakel, die bewegen sich alle durch so einen giftigen Sumpf, durch so einen richtigen knalligen grünen Sumpf. Bei einer dieser Drohnen, ich glaube bei dir, die jetzt gerade vorne ist, habe ich auch die Gesichtsplatte selbst abgeformt. Genau, diese Drohne hier hat die Gesichtsplatte von der Feuchted Blood Drone. Vorne am Mund ist von der Hellbrut die Tentakel. Die hat auch von der Feute Bloodrun die Gesichtsmaske und die, die jetzt ins Bild kommt, hat eine selbst mit Greenstuff abgeformte oder besser gesagt Milliput abgeformte. Dann sieht man die zwei, die jetzt im Bild sind, vorne haben hinten am Kopf so eine Kralle. Ich glaube, die Kralle war vom Soul Grinder, die Zwick-Zwick-Zange, die habe ich auseinandergezwickt und habe denen beide die hingemacht. Genau, das sind quasi meine drei Mephitic Blighthauler, die auch ziemlich viel selbst gebaut sind, sehr viel, die ganzen Tentakel und der ganze Körper ist eigentlich aus Greenstuff oder besser gesagt Milliput Black selbst abgeformt, die Waffen sind selbst abgeformt, bis auf der eine Raketenwerfer, der jetzt im Bild ist und bis auf zwei Gesichtsplatten und ein paar wenigen Bits ist an diesen Mephitic Blighthaulern tatsächlich auch alles selbst gebaut und selbst mit Greenstuff abgeformt. Da bin ich halt besonders stolz drauf, das macht mir am meisten Spaß. Da weiß ich gar nicht, ich habe damals ein paar Videos gemacht, aber das war mitunter welche meiner ersten Videos, noch mit dem Handy. Da habe ich, glaube ich, nicht alle online gebracht, weil die noch zu schlecht in der Bearbeitung waren. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich von den Mephitic Blighthaulern ein Video auf YouTube online gestellt habe. Ja, das sind meine Mephitic Blighthauler, also auf die bin ich sehr stolz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sie, glaube ich, erst einmal oder so auf dem Spielfeld. Ich müsste vielleicht doch mal wieder öfter spielen, weil die schon wirklich schön sind. Die gefallen mir echt gut und es ist eigentlich schade, weil da ziemlich viel Arbeit reingeflossen ist, dass die so selten auf der Platte sind. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Lasst mir gerne einen Kommentar da, schreibt was drunter, ob sie euch gefallen oder nicht. Und wir sehen uns wieder bei den nächsten Minis.